Hallo liebe Zuschauer, wir stehen inmitten des Yamaha-Stands und bei mir ist Olaf Krüger. Wir wollen über Piano sprechen. Hallo. Hallo Alina. Die B-Serie ist für Yamaha ganz bedeutend. Erklär doch nochmal kurz, warum das so ist. Ja, die B-Serie ist sehr wichtig für uns, weil die B-Serie eigentlich einen ganz großen Kundenrahmen bereits abdeckt. Wir steigen ein mit dem B1, das Klavier für den Beginner. Und B2 bildet so die Mitte ab und das B3, ein großes Klavier, 121, auch mit schönen Beinen schon dran, ist dann für den etwas gehobeneren Bedarf. Und die Serie wurde jetzt ein bisschen überarbeitet. Welche Veränderungen wurden gemacht? Also die wichtigste Veränderung ist der massive Resonanzboden. Das heißt, wir haben massives Fichtenholz jetzt. Das heißt, der Klang hat sich dadurch noch weiter verbessert. Und du hast mir gesagt, man kann das Klavier auch in verschiedenen Lackierungen bekommen. Richtig, also einmal klassisch schwarz. Wir haben jetzt hier in dem Fall sogar ein Sondermodell Schwarz-Chrom. Dann gibt es das Instrument in Weiß. Das ist jetzt ja auch sehr modern für zu Hause. Und natürlich auch verschiedene Holzsorten. Man sieht hier auch schon den Kopfhörer. Das Klavier gibt es ja auch mit dem Silent-System. Wie funktioniert das nochmal? Richtig. Silent-System ist sehr, sehr wichtig für Yamaha. Also ein großer Anteil an verkauften Instrumenten ist bereits Silent. Und die Idee dahinter ist, dass ich eigentlich zwei Instrumente in einem habe. Das heißt, ich habe einmal das ganz normale Klavier, Hammer trifft auf Saite. Gleichzeitig habe ich aber auch ein E-Piano. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Nachbarn nicht stören möchte oder selbst ungestört sein möchte und nicht möchte, dass jemand hört, was ich spiele, dann kann ich es mit der Stopperleiste erreichen, dass der Hammer nicht mehr auf die Saite trifft und gleichzeitig ist ein E-Piano wird eingeschaltet. Und das Sample ist hier der CF3S, also unser Konzertflügel, und den höre ich dann über den Kopfhörer. Ich habe sozusagen den großen Konzertflügel auch noch mit dabei. Also es gibt verschiedene Sounds, die man wählen kann. Genau, es gibt verschiedene Sounds, aber der Hauptsound ist sozusagen der Konzertflügel, den ich dann hören kann. Ich bedanke mich bei dir für die Information. Wir sagen Tschüss von den Pianos.